Stufenaufstieg, drei zusätzliche Trefferpunkte ist okay. Sagenkunde, bin ich einverstanden. Dum, dum. Ja. Du kannst keine Zauber wirken, Keldon, nein. Hm, erzählt mir mehr davon. Jetzt kommt so die super Sache. Ich erwarte eure Anweisung. Ich bin bereit. Ich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. Feuerschild rot, das klingt schon mal nicht schlecht. Jetzt könnte es etwas problematisch werden. Das ist dann eher was, was Yahira tragen sollte. Noch mehr Tränke. Trank. Ring. Mittlerer Schild. Identifizieren wir das mal. Drachentöter. Langschwert plus 2. Es gibt nur wenige, die es wagen, derartige Gegenstände anzufertigen. Bla bla bla. Kann nicht verwendet werden von Druiden, Klerikern, Magiern. Doppelter Schaden gegen Drachen. Das ist ein ziemlich böses Schwert eigentlich. Und du? Drachenschuppenschild. Wow, Rüstungsklasse minus 3 und sehr viel anderes Zeug. Du machst nur Träger erhält 5 Magieresistenz. Da ist das hier mit Feuerkette Elektrizität besser. Ja, das sieht man auch da alles. Ja. Den dann noch identifizieren. Lederwams plus 2. Haben wir noch was Magisches hier? Nö. Krummsäbel, Wakashasi, Katana. Nö. Den kann sie noch nicht identifizieren, weil wir haben keinen Zauber mehr. Okay. Fragt nur. Ja, hat das irgendeinen Tagebucheintrag noch gegeben? Nicht wirklich. Oder gucken wir mal. Heldalis. Ork. Also das... Bin an diesem seltsamen Ort jemand begegnet. Oder ist es jetzt unter erledigte Sachen gelandet? Ah, Samia, die Reliquienjägerin aus Firkaks Dungeon, war nicht das, für was sie sich ausgab. Sie hatte mich nach den Texten geschickt, um sie mir hinterher mit Hilfe ihrer Begleiter abzunehmen und anschließend an ihre Helfer umzubringen. Zum Glück musste sie für ihre Arroganz zahlen. Ja, gut. Das heißt, den Teil habe ich abgeschlossen. Schwierigkeitsgrad stimmt wieder. Nun gut. Der finstere Unhold ist zurück.
Nebenbei Stufenaufstieg. Oh, Talisa ist bald soweit. Sehr schön. Die beiden brauchen jetzt wieder eine ganze Weile. Yahira auch. Yoshimo. Ja, als nächstes ist wahrscheinlich Eri beim Magier wieder dran. Dann Yoshimo, nachdem Talisa halt ihren Aufstieg gekriegt hat. Noch ein Fenster Unhold. Diese Schmatzgeräusche. Würdet ihr ihn bitte töten? Ernsthaft. Was zur Hölle war das gerade? Ganz ehrlich, was war das gerade? Und ja, ihr versteht hoffentlich, warum ich mich aufrege, weil das habe ich jetzt echt nicht kapiert. Ich bin bereit. Jawohl, wie ihr wünscht. Jetzt muss ich das ganze Zeug wieder aufheben. So, das geht an Yoshimo. Identifizier lieber mal. Ach, ein Plattenpanzer plus 1. Nö. Lederrüstung. Nehmen wir das das Langschild an. Großer Schild plus 2. Da ist aber mein Bollwerk, glaube ich, besser, ja. Normaler Schild plus 1. Und eine Streitaxt, die wir nicht identifizieren können. Gut. So. Pfeile sind nachgefüllt. Keine große Herausforderung. Und wir müssten hier eigentlich alle geplündert haben, oder? Ja, da ist nur ein Stab. Ja, was immer ihr wünscht. Warum? Führt mich an, mein Freund. Hier, wo immer willst du. Schneller als Chick-Tick. Wie peinlich. Ich helfe dir immer. Ich werde. Warum passiert das jetzt auf einmal? Gerade eben war das nicht so schlimm. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Fragt nur. Ja, in erster Linie hasst mich dann halt der Würfelwurf. Aber dass die Hälfte meiner Leute einfach rumsteht und nichts macht, das kapiere ich nicht. Ich war, wenn ihr es wollt.
Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Guckt! Jetzt auf einmal ist der instant tot. Warum? Sowas kapiere ich echt nicht manchmal. So, jetzt der Wolf wäre hier. Oh, kein Wolf wäre da. Ist er heimgegangen? Nein, da sind die Wolfwehrs. Das macht Spaß. Und ja, für diejenigen, die den Joke nicht verstehen, Wolfwehr ist eine stärkere Version des Werwolfs, deswegen wird es einfach verkehrt rum geschrieben. So, wie immer Level Up. Wir kriegen hier jetzt massig Level Ups. Was mich freut, eine Stufe auf 1, 3 und 6. Zwei Trefferpunkte, das ist okay. Wir haben jetzt schon sehr viel als Talisa. Jo. Schwierigkeitsgrad hoch und dann Zauber. Noch einmal Feuchtbann. Auf 3. Tote beleben, Krankheit heilen, Lähmung aufheben, Fluch brechen. Das ist manchmal nicht schlecht. Da ist okay. Und 6 haben wir jetzt was Neues. Luftdiener. Ruft einen mächtigen Luftdiener herbei, der während der Wirkungsdauer des Zaubers alle Befehle des Zaubernden ausführt. Der Luftdiener greift alle Feinde des Zaubernden an, wenn ihm dieser den entsprechenden Befehl erteilt. Hm. Materie, Spiegel, Solzsengende Kugel, Strahl des Ruhms. Der Strahl des Ruhms ist ein Ausbruch heiliger Energie, die in ein Wesen einschlägt und es verwundet. Der Schaden hängt dabei von der Art des betroffenen Wesens ab. Dämon nimmt 10W6, Untote 8W6, 3W4 von Elementaren und von der materiellen 6W6. Ja, das ist böse. Klingenbarriere. Ah, die mag ich nicht so sehr. Falscher Sonnenaufgang. 6W6 Schaden für alle Untoten. Mhm. Tiere herbeirufen. Wundersames Erinnerungsvermögen. Nö. Leid. Heilung. Solzsengende Kugel. Wenn dieser Zauber eingesetzt wird, erschafft er einen leuchtenden Stein. Der Priester muss diesen Stein möglichst rasch auf den Gegner werfen, weil er sich sehr rasch aufweist und nicht lange gehalten werden kann. Der Priester kann diesen Stein nicht an einen anderen Charakter weiterreichen. Er muss ihn selbst werfen. Er macht dazu einen normalen Trefferwurf plus 3. Der Wurf wird so behandelt, als ob der Fähigkeit mit Umgang mit dem Stein besitzt. Man kann den glühenden Stein auch einsetzen, um damit nach Gegnern zu schlagen. Er verwundet auch Wesen, die nur durch magische Waffen... Nö. Dann nehme ich lieber den heiligen Schlag hier. Das hier wäre noch nicht schlecht, heiliges Zerschmettern. Aber ja, das kann Airway schon. Muss man öfter bei dem Flammenschlag auch benutzen. Gut. Natürlich. Dann gehen wir hier vorsichtig weiter. Sind froh, diesen Teil geschafft zu haben. Orochs! Ah, warum nicht? Ist völlig wirkungslos, wenn es das ist, was ihr wollt. Aufrecht! Orks und Steingolems.
Waffe ist völlig wirkungslos.